Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 382. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. In der letzten Folge haben wir diesen wunderbar hässlichen Baum gebaut. Und in dieser Folge werden wir versuchen, ihn zu retten. Und ich habe so ein bisschen darüber geredet, warum jetzt die letzte Woche hier keine Hardcore-Videos kamen, beziehungsweise keine anderen Videos generell außer dem Nostalgie-Let's Play. Beziehungsweise, wenn ihr das hier gesehen habt, dann kamen ja schon wieder zwei neue Videos. Und die haben natürlich auch ein bestimmtes Thema. Und dieses Thema wird jeden Minecraft-Spieler im Moment sehr beschäftigen. Und ich meine, deswegen habe ich die Videos ja auch gemacht. Ne? Ich bin ja auch nicht dumm. Also schon, aber auch nicht so dumm. Also das war ja schon meine Absicht, das damit zu targeten, was ihr wahrscheinlich euch denken könnt. Also das Einzige, wo ich ein bisschen dumm bin, ist bei Custom Trees bauen. Aber ich glaube, das kommt einfach mit der Zeit. Ist ja auch erst mein dritter hier, ne? Das Thema, was ich mit euch heute besprechen möchte, ist die 1.18. Weil natürlich wird dieses Let's Play auch weiter stattfinden. Auf welchem Kanal jetzt auch immer. Kappa. Auf diesem hier. Nur damit das klar ist. So. Und dann müssen wir natürlich unsere Welt auch rüberschieben. Zu, wo ist der Stein? Da ist Stein. Unsere Welt rüberschieben in die 1.18. Was bedeutet, dass wir die neue Terrain Generation kriegen werden. Das Ding, was halt das Problem dabei ist, ist, ihr wisst ja, wie weit wir schon gelaufen sind. Und wenn ihr das Video von gestern gesehen habt, dann wisst ihr schon, worauf ich ansprechen möchte. Dass wir, was ist das? Das sah aus wie eine Nase. Egal. Dass ich hier ringsrum die Chunks geleert habe, beziehungsweise geresettet habe. Also all das um unsere Base, um unser Baumhaus da hinten im Dschungel und das kleine Dörfchen, wo wir immer traden gehen. Die Sachen sind noch da, alles andere habe ich gelöscht, damit wir nicht 8 Jahre fliegen müssen, bis wir die neuen Berge und so weiter finden, sondern nur noch bis da hinten. Auch hier da hinten ist ja ein Berg, wo ich manchmal Moos holen gegangen bin. Der ist auch weg. Also wir müssen nur noch bis da fliegen. Und da ist dann schon was Neues. Im Idealfall. Von daher, das habe ich schon mal gemacht. Damit wir einfach nicht so weit müssen. Und damit es ein bisschen geiler wird. Weil ich habe extrem Bock darauf. Wie wahrscheinlich jeder von euch. Absolut verständlich. Weil ich meine, das sieht einfach mega geil aus. Ich habe Bock auf eine Lush Cave. Ich habe auch Bock auf eine Base in einer Lush Cave. Ich habe Bock auf einen riesen Berg. Ich habe eigentlich, ja, auf alles Bock. Ich habe Bock, endlich die ganzen Sachen finden zu können. Und natürlich Deep Slate würde ich auch sehr gerne mal wieder benutzen. Und das können wir ja sogar hier bald machen, indem wir uns einfach runterbuddeln. Was ja im Moment noch nicht geht. Da wird ja einfach nur das Void kommen. Aber das Void wird ja jetzt auch tiefer sein. Von daher wird es dann doch gehen. Also noch geht's nicht. Aber dann bald. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich dieses scheiß Dschungelholz echt hässlich finde. Richtig, 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 richtig hässlich finde. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so besser ist. Ah, ist tatsächlich ein bisschen besser. So. Gehen wir mal hier hoch. Gehen wir nach hier. Und dann gehen wir nach hier. So. Nee, so. Oder? Nee, ist doch doof. So. Na, na, so. Vielleicht noch einen weiter. Okay. Okay, let's go. Wenn ich den noch so hinkriege, kriege ich. Wäre das schöner. So, okay. Ich meine, es ist natürlich jetzt deutlich kleiner, ne? Das ist klar. Ich würde auch gern nochmal hier mit den Treppen ein bisschen arbeiten. Zum Beispiel hier. Den würde ich eigentlich auch gern wegmachen. Der sieht so ein bisschen
klein aus, so als würde dieser Ast gleich abbrechen. Lass mich hier durch. Dann würde ich sagen, dass wir hier noch einen von den Slabs reinsetzen. So. So. Und so. Dann nehmen wir uns hier die Dinger nochmal. Oh, was willst du denn jetzt? Dann zeig dich wenigstens. Was hat er denn so? Blue Eyes, Red Sand. Ja, okay. Hörst du auf? Ich glaube, es hackt. Ich liebe mein Schwert, ne? Mein Schwert ist so cool. Also es ist auf jeden Fall schon mal höher. Das ist schon mal gut. Ich würde trotzdem gern hier noch einen hinsetzen. Nur ich weiß nicht, ob der da so gut aussieht. Vielleicht so. Keine Sorge, die Treppe kommt da wieder weg. Das ist nur, damit ich das machen kann. Ich wollte eigentlich sagen, besser rankommen, aber dann hatte ich leider keinen Skill mehr. Ah, ist das ja... Oh Gott, bin ich dumm. Viel logischer so rum. So. Die hätte ich da eigentlich lassen können, weil ich muss hier eh nochmal hoch. Und die hätte ich da wirklich lassen können, weil das ist viel leichter, von da dahin zu springen. So. Wir müssen mal eben gucken, wie das jetzt geht, weil ich will nicht schon wieder dieselbe Kacke machen wie gerade. Wie könnte man das denn machen? Ich habe halt diese Logik einfach noch nicht im Kopf. Wie man jetzt hier so ein Ding bastelt. Das wird man wahrscheinlich mit der Zeit ganz einfach kriegen. Aber noch habe ich es nicht. Wir machen jetzt so ein bisschen akazienmäßig. Die haben ja überall einfach nur so flache Blätter drüber. Und dann machen wir vielleicht mit den Blättern noch was, was so runterbaumelt. Das könnte eventuell gut aussehen. Wenn nicht, machen wir es einfach wieder weg und tun so, als wäre das nie überhaupt so weit gekommen. So, es darf natürlich aber auch nicht zu eckig werden, weil kein Baum der Welt ist eckig. Also zumindest keiner, den ich jemals gesehen habe. Das heißt, wir müssen dann hier noch so ein bisschen eine Rundung reinbringen. Müssen hier den noch vielleicht so machen. Den hier noch zu. So. Okay. Let's go. Mann, das ist so... Also es ist ja kein Ohrwurm, weil es kein Lied ist, aber es ist so ein Ohrwurm. Das ist zwar kein sehr schlauer Satz. Es ist so ein Ohrwurm. Es ist kein Ohrwurm, weil es kein Lied ist, aber das ist so ein Ohrwurm. Alles klar, Digga. Keine weiteren Fragen. Also legit, ich finde es ein bisschen besser. Aber auch nur ein bisschen. Na, ach du blödes Ding. Warte mal. Ich hab gerade... I'm on a roll. Ja. Pass auf. Nur einmal bitte abbauen, danke. So, dann... So. So. Guck mal, wenn wir den jetzt hier einfach ein bisschen noch breiter machen... Guck dich das an. Er gewinnt an Form. Das ziehen wir dann auch noch so rum. Ja. Also, ich finde den auf jeden Fall besser als seinen Vorgänger. Ich finde ein bisschen doof, dass das jetzt hier so vorragt. Aber das finde ich nicht so blöd, wie ich den alten blöd fand. Weil den fand ich wirklich blöd. Den alten Baum. Der war wirklich...
Müssen wir nach oben. Und ich wollte hier eigentlich auch mal eine Treppe hinmachen, ne? Die mache ich jetzt hier auch hin. Also, ich weiß nicht, ob ich euch das gesagt habe, aber ich wollte gerne mal eine Treppe bauen. Damit man hier nach oben kommt. Ich habe tatsächlich Stufen. Das ist mir noch nie passiert. Ich habe tatsächlich mal etwas, was ich brauche. Ihr könnt euch bitte jetzt den Tag im Kalender notieren, weil das ist selten. Das ist selten. Ich würde nur gerne hier die Sachen behalten. Wir müssen mal... Weißt du, ich habe so viele Schalker-Chests jetzt, ne? Denkst du, ich benutze die? Was? Hau ab! Wo können die immer noch spawnen? So. Ich glaube, ich brauche noch eine Holzkiste. So, oh, es wird auch wieder Tag, okay. Wir müssen da drunter hier natürlich auch noch ausleuchten jetzt. Zack. Zack. Wunderbar. Und idealerweise sollten wir hier das Ganze auch noch schöner machen. Aber... Frag mich nicht wie. Weil wir haben natürlich kein Akazienholz. Weder das noch das. Zumindest nicht im Inventar. Ich meine, das können wir relativ... Oh, da habe ich mal den Jump geschafft, den ich nie schaffe. Achacha. Da ist Achacha. Und da ist Achacha. So, so und... Nein! Okay. Ich werde nicht beleidigend. Auch wenn er es verdient hat. Zack. Oh, fuck. Dann müssen wir das wirklich so machen. So. Das sieht tatsächlich besser aus jetzt. Und hier oben soll ja eigentlich auch noch was hinkommen. Von daher... Ignorieren wir das jetzt einfach mal. Für jetzt. Weil die Erde wird eventuell nicht bleiben. Warum machst du die dahin? Da wollte ich die nicht hinhaben. Du Blödian. Du musst so vorsichtig sein, wo du draufklickst. Das ist der Hammer. Mit dieser Schere. Dann ist der halbe Baum weg. So. Sieht das jetzt zu scheiße aus? Finde ich eigentlich nämlich nicht. Also er stinkt komplett gegen den Baum bei Ocean Only ab. Aber gegen den Baum stinkt jeder Baum ab. Sogar so 1000 Jahre oder 10.000 Jahre altes Sequoia in Kalifornien stinkt dagegen ab, weil der ist ja wirklich atemberaubend. Aber mit dem... bin ich jetzt tatsächlich relativ zufrieden. Ich glaube, wir lassen den so. Werden noch ein, zwei Sachen natürlich schöner machen. Und wir werden auch mal eben hier noch eine Fackel hin tun, einfach damit ich die loswerde. Ja, darum müssen wir uns auch noch kümmern. Keine Sorge, das habe ich nicht vergessen. Wo wollte ich jetzt hin? Achso. Ich wollte hier hinten hin. Weil ich hoffe, dass wir noch ein paar von den... Au. Was ist eigentlich mit meinen Bienen los? Ich habe die schon seit ein paar Wochen nicht mehr gesehen. Und das meine ich jetzt nicht, weil ich nicht aufgenommen habe und nicht in der Welt war, sondern auch davor. Die sind weg. Und ich bin gleich auch weg, weil die Folge ist vorbei. Ich weiß es nicht, verstehe es nicht, weil die Bienen sind nicht tot. Also ich wüsste zumindest nicht, warum die tot sein sollten. Ich meine, es würde mich jetzt auch nicht groß wundern, Dennis. Wenn die tot wären, eigentlich, ne? Dennis würde die ganzen Bienen eigentlich essen. Aber die Bienen sind größer als Dennis in Minecraft, deswegen hat er da leider Pech. Aber eigentlich würde er die einfach essen. Gut, das war es auf jeden Fall jetzt mit der Folge. Liebt die Elytra.
Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like und ein Abo da lassen. Dann sehen wir uns morgen in alter Frische wieder. Der Baum sieht okay aus. Macht's gut. Bis dann. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.